Ja, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu Let's Play Supreme Ruler 1936 als Japan. Und wir werden dieses Mal zur Abwechslung mal alle Einstellungen auf Standard lassen, nur die Militärschwierigkeit ein bisschen raufstellen und sonst auch schon gar nichts. Wir spielen 1936 eben als Japan und los geht's. Gut. Also erstmal unsere Situation gerade, dazu können wir kurz mal hier unser Imperium ansehen. Unser Imperium besteht im Wesentlichen aus Japan, Teilen von dieser Insel, dann ganz Korea, Taiwan ist noch eine Kolonie und Manchukuo oder wie immer, ist auf jeden Fall auch eine Kolonie von uns. Und dann haben wir noch ein paar kleinere Kolonien hier unten, wie Garpan und so weiter eben zum Beispiel. Irgendwo müsste auch Iwo Jima sein, oder? Ja, vielleicht auch nicht. Egal. Ja, Japan startet mit der fünfthöchsten Population, wobei, wenn man Kolonien nicht mitrechnet, der vierthöchsten Population in der Welt. Nicht extrem reich, aber auch nicht arm. Also unter den Besten sind wir hier leider nicht vertreten. Außerdem starten wir mit einer relativ großen Armee und von der Produktionskapazität her, naja, es geht. Also wir haben vor allem leider sehr wenig Landproduktion, da hat China zum Beispiel schon wesentlich mehr. Gut. Ja, sorry, kurze Unterbrechung. Okay. Von der Wirtschaft her starten wir mit eigentlich zu wenig von so ziemlich allen Ressourcen außer Metall, soweit ich weiß. Oh ja, und Strom haben wir genug. Und hier haben wir auch, ja, ungefähr genug. Gut, fangen wir mal an mit den ganzen Einstellungen. Der Minister hier darf wie immer alles machen. Du nimmst keine Schulden auf. Und ansonsten, ja, was brauchen wir? Balanced Budget klingt ganz gut. Das könnte unsere Beliebtheit steigern, obwohl es in einer Diktatur natürlich eigentlich egal ist. Domestic Approval wollen wir, ja, und um das ganze Zeug hier kümmern wir uns auch ein bisschen. Mal sehen, ob das dann auch hilft, damit wir mal unser GDP ein bisschen steigern können, wirklich. So, Inflation wäre noch wichtig, Infrastruktur, das können wir auch mal. Und noch ein bisschen Social. Okay, also eigentlich recht nett, was wir hier einstellen für die Bevölkerung. Gut, du hier, Conservation auf jeden Fall und vor allem Petroleum natürlich. Alle Chancen wahrnehmen. Hier Maximum an Profitgelegenheiten natürlich. Dann Self-Sufficiency brauchen wir auch und das könnten wir auch anfangs mal machen. Falls ich natürlich, ich werde wie immer vergessen es auszustellen, aber was soll's. Gut, und hier alles außer Decrease Spending, denn wir wollen in jeder Technologiesparte uns möglichst gut bewähren können gegen die ganzen Europäer. Und wir haben nur 3 Research Slots, leider, das werden wir noch erhöhen müssen, aber wir sind immerhin Rang 4 bei der derzeitigen Technologie. Gut, du hier, du baust auf jeden Fall, defensiv brauchen wir nicht so viel. Das Increased Reserve Personnel übrigens ist gerade sehr verbuggt. Da bekommt man 1 oder 2 neue Rekruten pro Tag und das als Land wie Japan. Also das bringt fast gar nichts leider. Gut, ansonsten offensives Militär. Außerdem wirst du mal anfangs nicht damit herumspielen. Und du darfst bauen und wir bauen offensive Einheiten. Und schlussendlich noch hier das hier und das hier. Und das dann an alle. Gut. Das wären dann mal so die Startdinge. Jetzt werden wir uns erstmal um 2 Dinge kümmern. Als erstes müssen wir unbedingt mehr Landproduktion haben als China. Denn wir werden natürlich später China angreifen und dann wollen wir sie auch vernichten. Und damit das Sinn macht, bauen wir unsere Landproduktion auch gleich irgendwo hier in Korea auf. Zwar geht das hier und hier geht es nirgendwo mehr.
Nein. Gut, dann bauen wir einfach hier nochmal irgendwo ein bisschen Landproduktion dazu. Und hier nochmal. Und das sollte dann auch reichen für den Anfang. Die sonstigen Produktionskapazitäten machen mich schon ganz glücklich, so wie sie sind. Gut, eine weitere Sache, die wir sofort machen werden, ist unsere Kolonie Manchukuo hier zu erobern. Denn, wenn wir hier ganz kurz uns die Ressourcen anschauen, wir selber haben so gut wie gar kein Öl in unserem Land, also hier ein bisschen und ein ganz ein wenig in Korea und in Manchukuo gibt es immerhin ein wenig Öl. Auch nicht besonders viel, aber eben doch etwas. Gut. Wo sind jetzt unsere ganzen Landeinheiten? Die sind jetzt noch alle irgendwo in Japan unterwegs. Das heißt, ich würde sagen, wir schicken die alle mal hier in Richtung Manchukuo los. Also, genau gesagt, an die Grenze natürlich. So. Gut, weitere sehr wichtige Dinge gleich zu Beginn. Research-mäßig dürfen wir ja nicht zurückfallen. Das heißt, hier erhöhen wir auch mal wesentlich unsere Kapazität, sodass wir dann auf 10 Research kommen. Und natürlich ressourcentechnisch wollen wir unsere Leute auch nicht verhungern lassen. Das heißt, wir beginnen auch gleich mal mit dem Aufbauen von einigen an Agriculture natürlich. Und ein bisschen Holz kann auch nicht schaden. Ja, Öl werden wir alles sammeln, was wir irgendwo nur herbekommen können. Wird natürlich trotzdem bei weitem nicht reichen für die massive japanische Industrie, um die zu versorgen. Kohle haben wir auch ein riesiges Problem. Das heißt, die besten Kohleminen, die wir haben, sind in Korea. Dann werden wir auch dort mal unsere Kohle sammeln. Gut, und das wird unsere Wirtschaft jetzt schon genug belasten für den Anfang dieser ganzen Bauprojekte. Das heißt, ja. Oh, ich wollte das deaktivieren. Wieso ging das nicht? Okay, da hat es irgendeinen Bug. Ja, ich löse das hoffentlich kurz mal. Bis gleich. So, das Problem konnte ich jetzt mit einem Reload mal lösen fürs Erste. Und dann würde ich sagen, wir warten jetzt mal, bis unsere ganzen Truppen hier angekommen sind und dann beginnt unser erster Krieg gegen unsere wehrlose Kolonie. Ist jetzt nicht gerade der allertapferste aller Kriege, aber was soll's. Gut, ihr Leute, die hier schon in der Nähe seid, nein, wobei hier an der Grenze seid ihr eigentlich am nützlichsten. So. Wiederum alle Landeinheiten, die wir jetzt irgendwo haben, gehen hier an die Grenze. Und wieder alle Reserven raus. Und das gleiche schon wieder. Gut, das wird ein sehr schneller, sehr einfacher Krieg auf jeden Fall werden. Gegen einen, naja, fast wehrlosen Gegner, muss man sagen. So. Bei der Landproduktion werden wir uns mal ein bisschen einmischen. Und zwar zu Beginn will ich, dass ihr mir J95H Ghost baut. Und Mounted Infantry wollen wir. Und dazu noch ein paar Supply Trucks. So, Truppen kommen an, schön langsam, sehr schön. Ein paar können wir natürlich auch in Japan lassen. Das wird zwar jetzt noch nicht angegriffen werden oder irgendwas, aber was soll's. Eine letzte Tat noch, wir werden euch gleich mal ein bisschen Geld nehmen. Eine letzte böse Tat, bevor wir euch angreifen. Oh, ich sollte vielleicht auch das Geld hier hinzufügen. Weil wir fast pleite sind. Sehr schön. Oh, ihr seid natürlich alle wieder mal zu doof zum Unloaden. Unload hier. Gut, das sollten genügend Truppen sein, um ein wehrloses Land zu besiegen. Sehr tapfer von uns natürlich auch. Das heißt, wir liberaten euch jetzt mal und erklären euch dann gleich den Krieg und alle Truppen, die wir hier stehen haben, werden so schnell wie möglich in eure Hauptstadt vorrücken.
Gut. Und der Minister darf ein bisschen mithelfen an Land. Flugzeuge oder Schiffe müssen wir in dem Krieg jetzt sicher nicht einsetzen, weil unser Gegner sowieso kein einziges Flugzeug oder Schiff hat. Und wie ihr seht, wir kommen auch sehr gut schnell voran. So, was hätten wir hier? Industriegüter können wir sicherlich gut gebrauchen. Okay. Eigentlich interessiert mich das allerdings nicht so sehr, wenn das... Ja, so. Sehr schön, geben sie auf oder... Nein, sie geben nicht auf. Dann rückt ihr bitte auf Harbin vor. Und gleich noch auf das nächste Gebietchen, was sie hier haben. Beziehungsweise ihr könntet hier auch unloaden. Ja. Und sie wollen immer noch nicht aufgeben. Dann drücken wir von Norden und Süden her auf das hier vor und du kannst mal die Flugzeuge mitbefehligen, vielleicht helfen die was. Gut, die Amis, ja, das nehmen wir alles an, was uns die so anbieten. Die geben uns sicher nette Materialien. Treasury ist uns recht egal. Na komm schon, sehr schön. Und das nächste Städtchen, okay, nein, sie haben aufgegeben. Sehr gut. Ja. Dann pausieren wir jetzt erstmal wieder. Einige Dinge, die es jetzt zu erledigen gilt. Erstens, was jetzt nämlich möglich ist, wenn ich auch noch das richtige Ding hier finden würde. Ja, sehr schön. Man kann jetzt in Theaters, also nein, wie nennt sich das Ganze? Ja, doch, Theater. Man kann jetzt also in einem ganzen Theater gleichzeitig alle Gebäude reparieren lassen. Und das werden wir gleich mal tun in dem Gebiet, dem gigantischen Gebiet hier, das wir jetzt erobert haben, dass da alles auch repariert wird. Dann werden wir, um unsere Ölprobleme endgültig zu beseitigen, eben jetzt das gesamte Öl, das es hier irgendwo gibt, herauspumpen, wenn es gehen würde, was es aus irgendeinem Grund nicht tut. Vermutlich müssen wir noch einen Tag warten. Oil Gas Field, warum nicht? Okay. Geht nur da unten nicht. Ah, wir haben noch wirklich noch keinen Supply überall. Gut. Hier gibt es schon Supply. Okay, ja, warten wir einfach ein paar Tage und dann bauen wir das alles. Währenddessen der Minister hier kriegt mal wieder keine Kontrolle. Und alles, was wir so an Landeinheiten haben, bereitet sich hier irgendwo an der chinesischen Grenze auf einen möglichen späteren Krieg gegen China vor. So, Supply gibt es in den meisten Gebieten jetzt anscheinend wieder. Dann beginnen wir mit massiver Ölproduktion. Hoffentlich wird das auch genug Öl sein, um wirklich ganz Japan zu versorgen. Wenn nicht, müssen wir eben dann noch chinesisches Öl mit dazu nehmen. Wobei ich eigentlich eher vorhabe, dass ich China zur Kolonie mache, weil das einfach ein viel zu großes Land ist, um es mit unserer Industrie zu versorgen. Gut, bis später. Gut, unsere Landproduktion ist fertig und da will die KI jetzt schon einiges bauen. Das werden wir aber ein bisschen ändern, was da so gebaut wird. Nämlich einerseits wollen wir eine Masse an den Typen hier. Andererseits wollen wir einige Panzer haben. Und auch immer genügend Supply. So, ich hoffe, ich habe da jetzt nicht zu viel. Wie viele werden jetzt automatisch gebaut? Hier sind es 3. Und hier sind es dann nochmal 6 Stück. Das heißt, 9 von 10 werden dann schon automatisch produziert. Das sind, ist fast ein bisschen viel. Dann würde ich mal sagen... ja, wir brechen mal einen von denen und einen von denen wieder ab. Und dann sollte das auch passen. Gut. So, irgendein Event. Und zwar wollen wir mit Deutschland zusammenarbeiten? Ja, wollen wir. Mutual Defense, natürlich. Gut. Research können wir auch wieder mal alles machen. Passt, passt, passt. Roosevelt ist uns auch relativ egal. Gut. Unsere Ölwirtschaft wird schon langsam aufgebaut, aber wie es aussieht, wird die wohl nicht ausreichen. Ja,
bei weitem nicht, um unser Land wirklich zu versorgen. Leider. Gut, wir werden jetzt mit den Deutschen ziemlich viel Technologiehandel, Technologie eben austauschen, damit wir vor allem mal Rubber produzieren können. Das ist jetzt so das Wichtigste gerade, dass wir hier uns eben erkauft haben. Das heißt, Rubberproduktion sollte jetzt, ja, sehr schön, synthetisch möglich sein. Gut. Industriegüter haben wir auch schon wieder relativ genügend eigentlich, kann man sagen. Demnach bauen wir uns ein bisschen Rubber-Industrie auf. Und die zwei produzieren gar nichts. Warum? Okay, vermutlich haben wir da doch keine zwei. Oder ich bin einfach zu blöd, um das gerade zu verstehen. Ja, egal. Aber wir haben eh keine Ahnung, warum da gerade zwei stand. Jetzt steht 152. Macht Sinn. Ja, das Spiel ist eben doch noch sehr verbuggt. Aber gut, ihr produziert mir 40.000 Tonnen. Wir brauchen allerdings 223.000. Das heißt, wir bauen mal ungefähr grob 10 Stück davon und alles schön in die Nähe von Tokio vielleicht. Ja, 11 Rubber Production. Hier bei Tokio sollte ausreichend sein. Gut, schauen wir mal auf unsere sonstigen Güter. Wir haben noch immer nicht ganz genug, die Zahlen hier ändern sich auch dauernd. Egal, wir haben noch immer nicht ganz genug Agriculture, das heißt, wir bauen da nochmal ungefähr so ein bisschen was dazu. Rubber bauen wir ja gerade. Timber haben wir immer noch zu wenig. Steigern wir auch nochmal die Produktion.